Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum zweiten Teil, zum extra Teil zu zweitens E6. Das klingt jetzt sehr verwirrend, also zur Nebenvariante zweitens E6, die extra Option zur scharfen Variante mit E4 zu Bauernopfern. Das zweite Teil, wo ein wenig gezeigt wird, wie man mit schnellen typischen Patzern von Schwarz umgeht und wie man sie ausnutzt, weil das sind Züge, die wirklich sehr, sehr häufig vorkommen in dieser Variante. Und da ist es natürlich wichtig, auch zu zeigen, wie man damit umgeht und wie man so vielleicht die eine oder andere Partie schnell gewinnen kann. Und ja, das möchte ich auch direkt machen. Haben wir wieder einmal kurz eine Wiederholung, wie wir denn in diese Stellung kommen. Und zwar mit dem Zug D4, Springer F6, Läufer G5, E6, Springer D2, um eben diese Option zu E4 zu haben. H6, eben der wichtige Zug, damit wir in die Variante reinkommen, also da muss Schwarz auch mitmachen. Läufer H4, C5 und jetzt der Zug E4. Hier ist Schwarz mehr oder weniger, wird das Bauernopfer eigentlich immer angenommen, deswegen C schlägt D4, E5, G5, das Entfesseln von dem Springer hier, Läufer G3, Springer D5 und wir kommen jetzt mit H4 in unsere besagte Stellung, wo es eben diese drei verschiedene Züge gibt, die häufig gespielt werden, die aber einfach nicht gut sind. Und die wollen wir hier jetzt einfach ausnutzen und zeigen, beziehungsweise hier wollen wir jetzt zeigen, wie wir diese Züge ausnutzen. Und ja, die anderen drei Hauptzüge, den einen Hauptzug hier, G schlägt H4, der eben der beste ist, den habe ich ja in dem ersten Teil gezeigt, worauf es da ankommt, was man da beachten muss und wie man diese Stellungen spielt. Hier wollen wir uns die drei Nebenzüge anschauen. Und ja, zum Beispiel Turm G8, ein sehr häufig gespielter Zug, mit der Idee, nach H G5 mit dem Bauern zurückzuschlagen zu können. Das gibt aber natürlich weiß die Linie und deswegen akzeptieren wir das auch direkt und spielen H G5 und nutzen hier das Schwarz und hier die Chance, die Linie zu besetzen. Und hier kommt jetzt ein sehr interessanter und feiner Zug, der was komisch aussieht. Es ist eine Stellung, wo nicht viel entwickelt ist. Es gibt hier eine offene Linie. Man kann zum Beispiel schnell den Turm aktiv stellen. Aber hier machen wir erstmal einen ruhigen Zug und zwar A3. Der Zug hat einfach den Sinn, sich gegen Dame B5 zu lehnen, dass wir zum Beispiel den Dame A5 zu lehnen, dass wir eben den Springer ziehen können und nach dem Schach immer die Option zu A4 haben. Und ja, Schwarz entwickelt sich natürlich meistens hier logisch mit Springer C6. Dann können wir jetzt unseren Turm aktiv stellen, Turm nach H7, droht dann auch im Grunde schon Züge wie Dame H5, weshalb Schwarze zum Beispiel auf D kommen könnte, G4 zu ziehen. Aber G4 können wir zum Beispiel auch schon schnell ausnutzen, das wäre zum Beispiel schon ein Panzer und da sehen wir auch die Funktion vom Zug H3. Und zwar Springer E4 in der Stellung und nach Dame A5 haben wir hier den Zug B4 sehr stark und hier ist jetzt Schwarz schon dazu gezwungen, eine Figur zu opfern mit Springer C schlägt B4, A schlägt B4, Läufer schlägt B4 und König E2 funktioniert sehr, sehr gut für Weiß hier. Das schaut noch was komisch aus, weshalb ich das noch ein bisschen weiter zeige. Aber im Grunde hat man hier einfach eine Mehrfigur. Zum Beispiel hat die Dame muss ja ziehen, Dame C7, Dame D3. Man stellt die Dame aktiv, kontrolliert alles. Springer C3 zum Beispiel, Springer schlägt C3. Dame schlägt C3, Dame schlägt C3, Läufer schlägt C3. Um mit der Idee jetzt mit den Bauern hier loszulaufen, hat man einfach Turm B1 und nach B5 spielt man den schönen Zug. König D1 greift diesen Bauern hier an, versucht jetzt seine Figuren zu entwickeln. Zum Beispiel nach B4 geht es weiter mit Springer E2. Man versucht diesen Läufer zu beseitigen, der natürlich stört. Schwarz muss natürlich B4 decken, weil er will ja natürlich gerne seinen Doppelbauern loswerden und D schlägt C spielen. Und wir nehmen das jetzt weiter einfach an. Springer schlägt C3, D schlägt C3. Und jetzt kommt der sehr nette Zug König E2 zurück. Und ja, jetzt werden einfach die Bauern aufgehalten. Der König wird vorgestellt. Man hat hier Ideen. Den Läufer auf schönere, bessere Felder zu stellen. Und ja, diese Bauern, die Schwarz hier dafür bekommen hat, sind definitiv nicht genug. Hier steht Weiß einfach auf Gewinn. Und ja, man kann die Variante schon vorher abbrechen können, aber hier kann man es auch definitiv sehr beruhigt abbrechen. Also das hier ist einfach eine Gewinnstellung für Weiß. Und ja, das sollte man auch schaffen zu gewinnen.
Also das zum Beispiel zu so einem Figurenopfer, also so schnell kann man hier zum Beispiel die ganze Stellung verpatzen, wenn man zum Beispiel zu früh G4 macht, dann wird man schon zu so einem Figurenopfer gezwungen. Ein anderer logischer Zug in den Stellungen ist natürlich immer D6, aber nach D6 spielen wir unseren besagten Zug Dame H5, greifen F7 an. Ja, ein Zug, um das zu decken, ist natürlich sehr logisch Turm G7, um auch den aktiven Turm loszuwerden, aber nach Turm schlägt G7, Läufer schlägt G7. E schlägt E6, bekommt Weiß auch hier einen Bauern, beziehungsweise ja, Schwarz versucht den natürlich jetzt zurückzubekommen mit E5, aber nach Läufer C4 wird wieder einmal Druck ausgeübt auf die gesamte Stellung von Schwarz. Läufer E6 ist hier der logische Zug, um alles gedeckt zu halten, aber Springer GF3, wir greifen wieder einmal alles an in dieser Stellung. Und ja, Dame schlägt D6. Versucht eben alles unter Kontrolle zu halten, aber nach Dame H7, Dame F8, Springer schlägt G5, ja, wird das langsam sehr schwer und sehr, sehr unangenehm, hier alles zu decken in dieser Stellung. Okay, Pfeile ziehen kriege ich irgendwie in diesem Video gerade nicht hin. Genau, also das wird sehr schwer, hier alles zu decken. Springer F6 hier jetzt eine Antwort, eine logische Antwort, aber nach Springer E6 wickelt man hier jetzt einfach ab. Springer 7, Springer F8, Springer F8. Und König E2. Und hier hat man jetzt das Läuferpaar bekommen. Also hier sehen wir jetzt einmal Trompowski-Varianten, wo man selbst das Läuferpaar bekommt. Ja, aber das ist eine sehr offene Stellung, das ist eine sehr gute Stellung. Der Läufer hier kann zum Beispiel da Druck machen. Der Bauer auf E5 ist nicht der beste. Man kann Springer F3 machen, man kann den Springer auch nach E4 bringen. Man kann den Turm auf die H-Linie bringen, wo er aktiv steht. Also das hier ist auch wieder eine einfach bessere Stellung für Weiß. Hier steht Weiß besser. Und ja. Das reicht auch bis hier. Also hier kann man auch wieder die Variante abbrechen. Ja, das zeigt zum Beispiel, wie es denn eben weitergehen könnte nach einem Zug wie Turm G8. Warum der Zug nicht so gut ist. Weil man eben Aktivität schnell auf der H-Linie bekommt, Druck auf F7 bekommt und dann durch eben natürlich auch, wenn Schwarz versucht, das im Zentrum irgendwie zu öffnen, zu rauszukommen mit seinen Figuren, kriegt man dann eben auch Druck aufs Zentrum und auf Schwächen wie F7 und D5 und E6. Das zu, ja, Turm G8. Dann gibt es natürlich noch den Zug Dame B6, der auch so logisch ist, greift eben B2 an. Aber das ignorieren wir hier auch einfach mit H schlägt G5. Ja, Schwarz kann nicht auf G5 wiedernehmen, weil er hier in einer Fesselung sich gestellt hat. Aber das will er auch nicht. Hier will er natürlich B2 schlagen. Aber nach Turm B1, Dame A3, Dame F3 können wir hier jetzt einfach sehr günstig die Dame tauschen. Also beziehungsweise Schwarz sollte das auch eingehen, die Dame zu tauschen, sonst ist das meistens schlimmer mit Druck auf F7 und auf den König für ihn. Also Dame schlägt F3, hier der Zug und nach Springer G schlägt F3. Ja, haben wir im Tempo eine Figur entwickelt, haben auch den Turm schon mit Druck auf B7. Hier haben wir auch ordentlich Druck. Also das ist schon eine sehr gute Stellung hier. Und nach Springer C6 zum Beispiel setzen wir einfach fort mit Springer C4 und versuchen wieder unseren Springer nach D6 reinzubekommen. Zum Beispiel Läufer G7, wenn Schwarz es versucht, Druck auf E5 auszuüben. Dann einfach Springer D6 Schach, König E7 und Läufer D3. Wir entwickeln die Figuren weiter. Ja, jetzt will Schwarz natürlich G5 wieder nehmen, aber nach Turm, ja, nach König D2 ist Schwarz einfach sehr unterentwickelt, hat Probleme auch mit der H-Linie. Also wir können hier zum Beispiel tauschen oder Schwarz tauscht, dann haben wir Turm H7 als Idee. F7 ist schwach, G5 ist schwach. Im Grunde ist alles in dieser Stellung von Schwarz schwach. Also wir werden hier unsere Bauern, die wir geopfert haben, auch definitiv wieder zurückbekommen. Und ja, das ist sehr gut. Wir haben hier auch schon sehr viel Aktivität. Der schwarze Läufer auf C8 zum Beispiel ist eine völlige Katastrophe in der Stellung gerade. Und ja, deswegen kann man die Stellung hier auch wieder ganz beruhigt abbrechen und sagen, hier steht Schwarz, steht Weiß klar besser. Und ja, das ist zum Beispiel eine Fortsetzung der Variante. Ja, wenn Schwarz denn Dame B6 spielt, um zu versuchen, B2 zu gewinnen, das ist überhaupt nicht wild. Das kann man gekonnt ignorieren. Das ist nicht der wichtigste Bauer in dieser Stellung. Es geht mehr darum, die Schwäche des Königs auszunutzen. Und nach einem Zug wie Springer C6, der natürlich auch sehr logisch aussieht, sich einfach schnell entwickelt, nehmen wir auch einfach G5, also das Nehmen auf G5 ist eigentlich auf jedem Zug immer die Antwort, wenn Schwarz selbst nicht nimmt.
Und ja, hier ist jetzt natürlich die Idee, Dame G5 zu machen, die Dame schnell zu entwickeln. Aber nach Springer GF3 kriegen wir auch wieder ein Tempo. Ja, Dame G7 wäre hier jetzt ein logischer Zug, um nicht in irgendwelche Tempos mit Läufer D3 reinzulaufen und eben Druck auf E5 zu behalten. Aber ja, das ist auch nicht wirklich wichtig. Wir spielen hier Läufer D3. Und ja, jetzt zum Beispiel ein logischer Zug wäre H5, wo man eben versucht, ein bisschen Druck und die Figuren besser hinzustellen. Dann einfach Dame E2. Und ja, wenn Schwarz jetzt versucht, seinen Königsflügel zu entwickeln, ist das auch nicht so wichtig in dieser Stellung, weil der König steht auch am Damenflügel nicht wirklich gut. Also zum Beispiel große Rochade, Läufer B7, König B1, große Rochade, kriegt man hier trotzdem sehr schnell eine sehr gute Stellung. Also selbst wenn Schwarz es schafft, sich zu entwickeln, ist diese Stellung immer noch gut, weil man hat immer noch diese Felderschwächen. Der König ist auch hier nicht wirklich gut mit diesem Läufer hier auf G3. Und dieser Bauer ist auch sehr schwach, genauso wie dieser Bauer. Also werden unseren Bauern, den wir geopfert haben, sowieso früher oder später zurückbekommen. Und ja, hier zum Beispiel kann man fortsetzen mit Läufer C4, wieder versuchen, Schwarz den Triple Bauern zu geben. Das will Schwarz natürlich nicht zulassen, weshalb er hier Springer C7 macht. Und ja, wir versuchen jetzt weiterhin die Felderschwächen auszunutzen, eben zum Beispiel mit Springer E4, wieder einmal Springer D6 oder Springer F6 als Ziel. Und nach dem Zug mit Läufer E7 stellen wir den Springer zum Beispiel nach D6 rein. Wenn Schwarz das ignoriert, ist es nicht weiter schlimm. Wir spielen A3, haben unseren starken Springer da. Wir werden früher oder später den D4 Bauern nehmen. Dann haben wir auch immer noch die Schwäche H5, auf die wir spielen können. Also hier steht Weiß auch einfach wieder klar besser. Und deswegen reicht das auch wieder hier, das Ganze abzubrechen. Zudem man natürlich auch immer mal als Option vielleicht hat, B7 zu schlagen und über die weißen Felder vielleicht den König mal zu setzen. Darauf muss Schwarz natürlich auch immer mal wieder aufpassen. Aber der Springer auf D6 ist natürlich auch eine sehr starke Figur, den will man da eigentlich auch behalten. Das aber noch so als kleiner Extra-Hinweis. Und ja, das soll es eigentlich auch zu den ganzen Zügen gewesen sein. Also das zeigt so ein wenig, wie man so eine Stellung denn ausnutzt, wenn Schwarzen diese typischen Züge macht, die sehr oft gespielt werden, weil es sind ja auch sehr logische Züge. Ja, wenn man hier eben nicht so viel Ahnung hat mit Schwarz, was man denn hier machen muss, sind das Züge, die halt sehr häufig sehr schnell gemacht werden. Und danach, ja, kann man sehr schnell sehr, sehr gut in Vorteil kommen, bekommt angenehme Stellung. Und das, denke ich, habe ich hier hoffentlich ausreichend und gut genug gezeigt. Und hoffe sehr, dass euch das gefallen hat und dass ihr diese extra Option dann vielleicht auch gut anwenden könnt und ja, das hinbekommt und damit Partien gewinnen könnt, wenn ihr denn euch dazu entschieden habt, das zu machen, euch diese scharfen Varianten anzutun. Wenn nicht, ja, hoffe ich natürlich, dass ihr mit den soliden Varianten auch gut zurechtkommt. Ansonsten soll es das dann mit diesem extra Kapitel zu der scharfen Variante mit E6 gewesen sein. Und ja, ich verabschiede mich wieder einmal. Und sag erstmal ciao. Tschüss.